Aye. Mein Name ist Baum. Birke Baum. Ups. Ganz schön warm. Nicht sehr gesprächig. Ich bin auch noch ganz schüchtern. Ganz schön schüchtern. Lachst du gerne? Nicht? Vielleicht nicht über mich. Vielleicht über andere. Du hast jemanden, der dich zum Lachen bringt? Also auch nicht. Ich. Aber ich bin nicht so lustig, nicht? Aber ich kenne jemanden, der ist vielleicht lustiger als ich. Er erzählt gerne Lehrergeschichten. Habt ihr, du scheinst ja von allem nichts zu wissen, habt ihr von den Lehrergeschichten schon mal gehört? Mendelssohn mit seinen Lehrergeschichten. Applaus! Kennst du die Lehrergeschichte schon? Selbst ein Schaden, ich wollte ja eigentlich trotzdem nochmal vortragen. Wenn ihr alle schon kennt, kann ich auch wieder gehen. Ich wollte vorher nochmal jemandem gratulieren. Gar nicht, wurde das gesagt, man soll heute jemand gratulieren. Und zwar gratuliere ich einer Person, die leider vorhin in diesem herrlichen Video leider nicht vorgekommen ist. Diese Person ist leider heute auch nicht hier. Ist wirklich schade, oder? Wer war das? Schade, oder? Sie wissen leider gar nicht, wie ich rede, aber es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade. Die Person engagiert sich so sehr für die Schule. Es ist wunderbar, sie ist in den Pausen da für die Schule, in den Stunden da. Ich gratuliere herzlich Frau Otters aus der Cafeteria. Dafür, dass sie so oft für die Schüler da ist, schon so viele Jahre hier Abend. Aber genug geredet, ihr wollt ja auch einfach mal nach Hause. Ich trage einfach mal vor. Lehrergeschichte, ich sollte vielleicht noch was dazu sagen. Lehrer an dieser Schule kommen diesen Text vor. Wer die Schule nicht kennt, hat Pech, ihr könnt aber trotzdem mitlaufen. Einfach so Spaß. An einem Nachmittag im August wurde Bert von seiner Mutter vom Hort abgeholt. Der Hort lag nördlich von Mittelstädt, östlich von Erfurt, südlich von Wittnerfeld, mitten im Weiland. Neben Lettauen, also hinterm großen Amelsberg. Die Mutter klingelte an der Tür. Tschüss. Bert kam heraus und die Mutter und Bert liefen einen Weg entlang. Boah, der Weg ist aber dreckig, sagte Bert. Na dann, Kerstin zusammen. Ihr braucht nicht bei jedem Witz klatschen, das reicht schon. Okay, ich mach so eine Pause oder mach so ein Zeichen für euch zu schnipsen, dann könnt ihr klatschen. Also, die Mutter ging weiter und Bert nahm sich einen Besen und begann den Weg zu fegen. Bert kam vom Weg ab und traf einen Engländer, der in Buch studierte. Hello! My name is Bert. What's the name of your book? Oh, ein bisschen, okay. Der Engländer hielt ihm das Buch hin. Map of Germany, las er. Ich lasse euch Zeit, das ging auch. Er betrachtete die Karte und fragte, what's that? Und deutete auf einen See. Oh, that's the Ring Lake. Sagte auch mein Schnipsen. Das war noch nicht dann, okay? Kein Problem. Über ihn flog ein Sperling. Und Bert fragte den Sperling,
sorry, ich fange nochmal an. Über ihn flog ein Sperling und der fragte den Engländer, is that your bird? Yes, it's... my bird! Okay, I go jetzt, Mann. Jetzt, Mann. Now, Mann. Der folgte dem Sperling, der herumflog, denn herumfliegen war des Sperlings Lust. Der Sperling ist ein Geldstück, weil es mit einem Pferdekopf verziert war. Und er fragte den Sperling, was ist das denn? Das ist ein Schimmelpfennig. Damit bezahlt man in der Schöberlerie. Der ging weiter auf dem Weg und sah die junge Eva, seinen Schwarm, die jeden Nachmittag vom Hof ihrer Eltern zu diesem Weg kam. Die Leute nannten sie deshalb auch die Frau vom Hofe. Hallo Eva, hey! Siehst du dort das schöne Feld? Dort, wo sich die Tiere vom Geröll wälzen? Dort hat Klitschko gestern einen Kampf gewonnen. Ist das nicht toll? Nö, sagte Eva. Der versuchte weiter zu beeindrucken. Wusstest du, dass ich in die Armee rekrutiert wurde? Als Marschall mit Hilfstruppen? Doch leider lief Eva wissenswert davon und Bert ging allein zurück. Er nahm eines seiner Streichhölzer und zündete sich seine Kräutpfeife an. Da kam ein anderer Junge entgegen und er fragte ihn, bist du der gefürchtete Jörg? Jörg? Nein, der sitzt seit 3 Stunden auf dem Donnerbalken und dreiert. Der Jörg hat viel zu viel getrunken und ist total hartflug. Sag mal, hat er für diesen neuen Bier getrunken? Ja, friesisch her, wie das Land, so das hier war. Der ging weiter und schaute sich um. Hinter einem Geiger mit Staatsexamen hat er noch Lust, er kriegt's auf jeden Fall. Hinter einem Geiger am Wegesrand lag ein Löwe auf der Lauer und sprang mit viel Kraft ab, uns hier im Eichhorn in den Weg zu stellen. Das Eichhorn starrte. Guck dir das mal an. Ich bin ziemlich zart gesaitet und verteile nur wenig Geiger. Deshalb schlage ich dir einen Handel vor. Du lässt mich gehen und ich erfülle dir einen Wunsch. Okay, ich will was zu fressen. Wie wär's mit einer Garnaschsuppe? Oder ein leckeres Salatdresslerin? Nee, ich will noch was Süßes. Ich habe es ein bisschen zu schlimmern. Das Eichhorn tippte sich 3-mal gegen sein Eichhorn und klingelige Kling. Schon stand ein Möller mit der Ecke vor ihm über. Am Abend kam die Mutter zurück zu Bert und musste staunen. Ja, mein Bert. Mein Bert. Der Wind sieht ja richtig schön in aus. Reiner? Geht das wirklich nicht? Und Werner? Und Werner nicht gestorben ist? Dann kehrt er noch heute. Dankeschön.